Okay, die Wachen werden auch irgendwo hier sein. Das ist auf jeden Fall klar. Die werden hier noch sein. Wir sind nicht in Sicherheit. Aber ich kann meinen Bogen ziehen. Also eigentlich müssten wir sicher sein, sagt mir das Spiel jetzt. Obwohl die Wachen da oben halt sind. Ist ja nicht so, als wenn die jetzt hier runter könnten. Ja, ist ja gut. Jetzt chill halt. Gut, ja. Ich kann meinen Bogen nicht ziehen, also sind wir in Sicherheit. Meine Leute sind auch entspannt hier unten. Als wäre hier nichts passiert. Hast du nicht ein ganzes Waffenarsenal mit Gewehren, Pistolen und so weiter und hättest die nicht alle abknallen können? Nein. Waffengewalt und ist nicht immer die beste Lösung, Daniel. Nein. Manchmal muss man auch einfach laufen. So, ich kann auf Discord nicht gucken, aber das ist nichts für mich, also. Nee, alles gut. Was ist meine Mission, ist jetzt die Frage. Ich geh mal, schau mal hier auf. Wir sind jetzt wieder hier im Dorf, das demnächst brennen wird, das wissen wir jetzt. Da ist noch ein Monolith, da komme ich nicht ran. Und ein Dokument, wir müssen aktuelles Einsatzziel, alles klar. So, dann schlagen wir uns mal hier durch die Bevölkerung durch. Oh, hallo! Oh, streicheln! Wunderschön. Streichli, Ahnen, ja. Du bist ein Feini! Ja, du bist ein Feini! Oh, sie ist süß! Du bist Feini, ja. Ich möchte ihn umarmen, knuddeln. Können wir auf dem jetzt weiter reiten? Das wäre jetzt voll nice, ey. Knuddeln. Möchtest du auch geknuddelt werden? Ja, komm, kriegst auch einen Tatscha-Tatscha. Nein, ich möchte es nicht kaufen, ich möchte nur streicheln. Alles gut. So. Ja, machst du Tutschan Tanikala? Du tust schon hier, dann geht der Gacchantino Dorte Samachi, ja, Kanato Rosso Domi. Itasanala. So, das war Japanisch. Hab Ihnen einen schönen Tag gewünscht. Es ist gerade sehr viel los hier. Die Gerber, die Fleischer, die Weber, die Färber, sogar die Lehrer. Alle Viertel arbeiten. Der Markt wird voll sein. Großes wartet am Horizont auf die Stadt und ihre Bewohner. Wir müssen alles tun, damit Kukulkan uns in eine neue Welt führt. Ich kann dir die Welt zeigen. Ich war gerade in der Gruft. Hallo. Schöne Frau. Schön, schön hier. Komm her. Ich habe vielleicht, was du brauchst. Oh, wirklich? Ich kenne dich nicht. Was machst du hier? Wo hast du diesen Umhang her? Es wurde mir gegeben, von Unuratu. Oh, du bist ein Gast der Königin? Nichts für ungut. Bitte, du musst mir verzeihen. Schon gut, keine Sorge. Wie kann ich dir helfen? Wow, ein Händler. Eine Händlerin. Mit tollen, teuren Sachen. Sehr teuren Sachen. Wir haben kein Gold. Wir haben nichts. Albino Wasserschweinhaut. Ach so. Kaiserin Jaguarhaut. Also wir können hier ganz viele Häute kaufen auf jeden Fall. Die brauchen wir später wahrscheinlich für irgendwelche tollen Kleidungsstücke. Messer-Upgrade. Tasche. Die sind alle so teuer und Kräuter, ganz ehrlich, ich kann verkaufen. Wir haben hier sehr viele Kräuter im Golderz. Dieses seltene Metall wird in Erzadern und Schatztruhen gefunden, wird für Geschäfte mit Händlern verwendet. Ja, da sind wir fast voll, das können wir alles hier raushauen. Maximum. Ich hoffe, ich brauche es selber nicht. Verkaufen. Die Götter sind für uns.
So, die ist jetzt aktuell die reichste Händlerin des ganzen Dorfes. Was kann ich denn... Was kann ich denn verkaufen, was ich viel habe? Hier, Kräuter. Sammeln wir sowieso massig ein. Wir können 24 lagern. Werde ich mal 20 mitnehmen. Verkaufen. Bitte sehr. Weil, ganz ehrlich, ich brauche ja sowieso nicht so viel. Die Götter sind für uns. Ja, ja. Da können wir die auch alle rausballern hier. So. Die Götter sind für uns. Federn brauche ich auch nicht so viel. 25, lassen wir mal 10 über. Und Holz. Brauchen wir auch, glaube ich, nur um Pfeile zu machen, aber da sind wir auch sehr sparsam mit. Die Götter sind für uns. Außerdem haben wir ja schon einen Perk, womit wir da ausleisten, wie dann unsere Pfeile einsammeln können. Von daher haben wir ja fast gar keinen Verbrauch. So, wir haben 7500 Gold. Huch, wo kommen die denn her? Ja, Mensch, ich glaube, ich kann mir ein paar Upgrades kaufen. Hey, hier. Bitte sehr. So, was? Tasche, eine Tasche. Kompakter Fellbeutel, der die Tragkapazität für natürliche und menschengemachte Ressourcen erhöht. Ja, mitnehmen. Die Götter sind für uns. Ah, erfolgreich. Achievement. Und dann, weil wir ja nicht so viele Tiere jagen wollen, kaufen wir uns einfach mal so ein paar Felle hier. Dann ersparen wir uns die zusätzlichen Tötungen, die unnötig sind. Holen wir einfach... Nein. Ich will weniger. Dreimal. Bitte sehr. Ein Jaguarfell. Kaiserin Jaguarfell. Was ist das? Das ist nochmal ein normaler Jaguar. Und hier, ich nehme mal von denen noch ein paar mit. Das ist aber teuer, ey. Die Götter ja, sind das für war's uns. Auch schon. So, dann haben wir überall so ein bisschen was. Und ja, dann gucken wir mal, was uns das beschert. Ja, schönen Tag noch. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr erfolgreicher Handel. Ich komme vielleicht wieder. Gut. Und ich ja dann Tolomi. Da kassa Toto. Eine Wache. Muss ich da hin? Nee, ich muss nach links irgendwie runter, okay. Ich muss da hinten irgendwie hin. Oh. Sehr schön. Hier ein paar Ressourcen. Guten Tag. Hallo. Vorsicht, Freundin von Unuratu. Die Jaguar-Krieger. Halte Abstand zu ihnen. Sie suchen immer nach Rebellenaktivität. Und sie sind gnadenlos. Habe ich schon gemerkt. Dankeschön für den Hinweis. Ich werde wachsam bleiben. Wir müssen da hoch, auf jeden Fall. Kann meinen Bogen leider nicht ziehen. Oh, eine Landkarte. Sehr schön. Die neuen Anbaumethoden des Kultes von Kukulkan haben zur Vernichtung weiterer Pflanzen geführt. Zuerst starben die Bienen, dann fiel die Kakaoernte aus. Der Boden ist so schwer geschädigt, dass auf ihm nur noch Mais wächst. Und selbst diese Pflanzen sind kaum lebensfähig. Wenn wir nichts unternehmen, droht Paititi eine schreckliche Hungersnot. Doch keine Landkarte. Okay. Shaki Tak. Es ist ein traditioneller Fußpflug, der in den Anden auch heute noch verwendet wird, selbst außerhalb Paititis.
Manchmal sind die einfachsten Methoden immer noch die besten. Man muss sich immer auf Technologie zurücksetzen. Nee. Das... hat meistens noch viele andere weitere Probleme mit sich. So. Ja, keine Ahnung. Ich wollte jetzt was Kluges sagen, hat jetzt nicht so ganz funktioniert. Aber ihr wisst, was ich meine. So. Oh. Den nehme ich mit. So. Kann ich mit dem Boot fahren? Nee, schade. Gut, dann werde ich mal hier hochgehen. Ich müsste ja jetzt hier auf dem richtigen Weg sein. Oh, Holz. Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung, was da ist. Die versteckte Stadt. Ja, die könnte wirklich sehr gut versteckt sein hier drinnen. Zwischen den ganzen Bergen. Sehr unzugänglich für Fremde. Aber ich meine, wenn du mal hier wohnst, also stell dir mal vor, du bist hier. Das ist aber alles so ganz anders als in Berlin. Voll cool. Mein gut, du hast jetzt wahrscheinlich in der nächsten Ecke nicht irgendwie so mal so einen Supermarkt oder sowas, wo du einkaufen kannst. Ja, Entschuldigung, dass ich mich hierher getraut habe. Ich gehe ja schon wieder. Mann, die sind ja aber auch alle unfreundlich, ne? Ich merke schon, die sind auf Fremde nicht gut zu sprechen, die Leute. Also. Naja. So. M. Geburt. Geboren in Hunger, aufgewachsen in der Rebellion. Ein Waisenkind, doch nie allein. Er erhebt sich als die Sonne. Geboren in Hunger. Aufgewachsen in der Rebellion. Ein Waisenkind, doch nie allein. Erhebt sich als die Sonne. Sollte das dieser Kukulkan sein? Der Gott, der sie alle erlösen wird. Hallo. Was macht ihr denn hier? Was spielt ihr denn? Mit Murmeln? Kann ich mitspielen? Mama sagt, es stört den Walker des Wasserfalls, wenn ich in der Höhle spiele. Sie findet es einfach zu gefährlich. Dabei gibt es dort ganz viele tolle Sachen. Ach, und was? Wasserfall, Höhle, tolle Sachen. Irgendwo muss ein Wasserfall sein, wo eine Höhle sein muss. Oder was? Ist das ein Hinweis? Oh, hier. Oder? Die Höhle? Tagebuch. Des Tiserano 4. 30. November 1603. Begleitet von einem einheimischen Führer verließen Lopez, die Soldaten und ich die Stadt schon vor Tagesanbruch. Es war der richtige Zeitpunkt, da sich eine entsetzliche Grippe unter der Bevölkerung verbreitete. Lopez ist davon überzeugt, dass sich das Artefakt nicht innerhalb, sondern irgendwo außerhalb der Stadt befindet. Ich fragte ihn, ob es nicht heuchlerisch sei, die Hilfe derjenigen Leute in Anspruch zu nehmen, die er so verabscheute. Ich verabscheue sie nicht, antwortete er mir. Ebenso wenig, wie ich diese Molosser verabscheue. Sie sind alle Kinder Gottes, so wie wir. Ich sagte ihm, ich wäre verblüfft, ihn so reden zu hören, doch er nahm meine Hände und wir beteten. Die Kraft seines Glaubens floss in mich hinein, bis ich spürte, wie die Ketten des Zweifels von meinem Herzen abfielen.
Ich konnte jetzt nicht so ganz zuhören. Ja, spannend. Karte aktualisiert. Geheimnis entdeckt. Ein Geheimnis. Überlebensversteck. Direkt hier vor unserer Nase. Ist das etwa die Höhle da unten? Hinterm Wasserfall ist ja offenbar nichts. Überlebensversteck. Hier unten? Nö, war nur ein paar Punkte. Oh, wow. Spannend. Nice. Okay. Cool. Schön. Toll. Hallo. Wie gehen wir hier hoch? La 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 la. Lalalala. Barrikaden aus dicken Seilen. Drücken Sie F in der Nähe eines Seils, um es mit einem Messer durchschneiden. Mit einem Messer durchschneiden. Drücken Sie F in der Nähe eines Seils, um es mit einem Messer durchzuschneiden. So. Manchmal, also. Ist das jetzt dieses versteckte Messer, was wir jetzt bekommen haben? Scheint so, ne? Nice. Cool. Hier ist ganz viel Stuff. Chakri und Chunku. Die Inka nutzen eine Kombination aus Gefriertrocknung und Salz, um nahezu alles Essbare zu konservieren. Charqui und Chunyos sind im Grunde Fleisch und Kartoffeln. Köstlich. Boah, lecker. Was ist... Inka nutzen eine Kombination aus Gefriertrocknung. Was ist Gefriertrocknung? Würde ich gerne googeln jetzt, aber ich will nicht raustappen. Was ist Gefriertrocknung? Was ist das? Und Salz. Ja. Ja, die hatten auch Kühlschränke. Zwar nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber sie hatten halt etwas, was so funktioniert. Ja, ja, ja. Wie gesagt, man muss nicht immer auf Technologie zurückgreifen. Gibt vielleicht auch seine eigenen Vor- und Nachteile von der Methode, aber im Grunde tut's das auch. Ein alter, verwirrter Mann, der mit seinem Tier redet. Ja, ich weiß, der Mann ist verwirrt. Mach dir nichts draus. Du musst ihn trotzdem lieb haben. So. Karte aktualisiert. Monolith entdeckt. Wo? Oh. Mahalalola, mala, hilala, mala. Unser Gott wird uns retten. Wir müssen fest daran glauben. Ja. Er wird uns erlösen für unsere Fehler. Gerade stehen und uns immer ein schönes Leben schenken, auch wenn wir Fehler machen. Wir werden einfach beten und dann unsere Sünden reinwaschen. Ja. Hallo, la 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 la. Ja. Das beschreibt etwas in der Nähe. Ein einsamer Wächter hält seine Hand über mich und seine Ernte. Mhm. Achso, da gibt's nichts. Okay. Bin ich überhaupt? Ich bin fast richtig, ja. Okay. Noch ein bisschen Öl. Sehr gut. Oh, ich habe fast die Schale umgeworfen. Ja.
Natu? Sind alle jungen Leute verrückt geworden? Sie springen wie Ziegen durch die Anhöhen über dem Dorf. Todesangst kriegt man. Hoffentlich hast du deine wilde Zeit hinter dir. Noch nicht, fürchte ich. Natürlich nicht. Aber das wirst du noch. Genau wie diese Kinder. Irgendwann wird es ihnen zu langweilig. Irgendwann. Ja, Mensch. Was ist denn daran auszusetzen? Du warst doch bestimmt nicht anders damals, oder? Also... Ach, immer dieses Gemecker. Du tust dir weh. Hör doch mal auf damit. Diese sinnlose Rumgespiele. Mach doch mal was Vernünftiges. Geh doch mal lernen. Hm? Du musst studieren. Sonst wirst du nichts. Lerne. Tag und Nacht. Nur dann kannst du erfolgreich durchs Leben gehen. Mhm. Okay. Scheitere aber dann daran, einen Nagel in die Wand zu bohren. Eine Schraube.